Wir haben jetzt zu Beginn uns beschäftigt mit der Situation im Bereich des Asyls und der Flüchtlingszuwanderung. Der Grund für diese Schwerpunktsetzung jetzt zu Beginn der Klausur war und ist ein zweifacher. Auf der einen Seite die Tatsache, dass die Asylzahlen dramatisch ansteigen und wir in vielerlei Hinsicht aufgrund der ständig steigenden Asylbewerberzahlen in Bayern an unsere Belastbarkeitsgrenze kommen. Das gilt in organisatorischer Hinsicht, so bei der Unterbringung. Sehr viele Kommunen klagen, dass sie einfach nicht mehr so weitermachen können, dass sie keine Kapazitäten mehr für die Unterbringung von Asylbewerbern haben. Das ist die organisatorische Belastbarkeitsgrenze. Dann haben wir in allen Bereichen die Personaldecke am Limit und schließlich jetzt auch die finanzielle Hinsicht. Wir geraten selbst als reiches Land, als Freistaat Bayern, mehr und mehr an die Belastungs- und die Leistungsgrenze. Also auf der einen Seite die Klagen der Kommunen, viele Klagen aus der Bevölkerung, auf der anderen Seite jetzt auch die Leistungs- und Belastungsgrenzen bei den Finanzen. Und das hat mich veranlasst, dass wir über dieses Thema grundlegend reden müssen, mit der Zielsetzung, dass wir eine grundlegende asylpolitische Weichenstellung angehen, die wir dann am Ende der Diskussion auch einvernehmlich im Kabinett so beschlossen haben. Wir brauchen eine grundlegende Änderung unserer gesamten Asylpolitik. Wir brauchen ein Maßnahmenpaket, eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen Bayern, Bund und der Europäischen Union. Und mein erster Appell ist an die Adresse Berlins und auch von Brüssel, dass wir jetzt auf allen Ebenen noch ein Stück mehr Tempo zulegen müssen, mehr Tiefe. Es ist ja Gott sei Dank seit diesem Jahr, seit Juni, die Bemühung, da alle Ebenen zusammenzuführen. Aber wir müssen, weil die Entwicklung sehr, sehr rasant ist, einfach das Tempo erhöhen und schauen, dass wir frühzeitiger zu wirksamen Maßnahmen kommen. Ich beziehe mich auf einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 18. Juni 2015, der einvernehmlich beschlossen worden ist zwischen allen 16 Bundesländern und der anwesenden Bundeskanzlerin und der Bundesregierung, wo diese große Herausforderung beschrieben ist und wo ganz klar am Anfang dieses Beschlusstextes festgehalten ist, wir brauchen eine klare Unterscheidung zwischen jenen, die Schutzbedürftigkeit haben. Da sagen wir ausdrücklich Ja dazu als Bayern und bedanken uns auch bei der Bevölkerung für die Unterstützung, bei den Hilfsorganisationen, bei den Kirchen. Aber wir haben auch gesagt, wir werden diese Solidarität nur aufrechterhalten dauerhaft, wenn wir auf der anderen Seite auch jene sehen, die ohne Bleibeperspektive hier ins Land kommen und wo unsere Maßnahmen vor allem ansetzen müssen. Das sind über 40% im ersten Halbjahr der Asylbewerber und der Flüchtlinge mit einer Anerkennungsquote, die bei null liegt. Und mir kommt es als Ministerpräsident dieses Landes sehr entscheidend darauf an, dass wir dieses gute Verhältnis zwischen der Bevölkerung und Flüchtlingen mit Schutzbedarf aufrechterhalten, indem wir der Bevölkerung auch überzeugend darlegen können, dass wir den Missbrauch des Grundrechts Asyl nicht hinnehmen. Und der findet in nennenswerter Größenordnung statt. Und wir hätten manche und viele Probleme nicht im Bereich der Personalbelastung, der Sicherheit, der Finanzierbarkeit und der Organisation, also Unterbringung, wenn es den Missbrauch in diesem Umfang nicht geben würde. Und neben dem, wir haben deshalb ein Maßnahmenpaket heute im Kabinett beschlossen, das liegt Ihnen vor.
das sich richtet an alle Beteiligten. Es ist vieles dabei, das Sie kennen, was aber so lange nicht befriedigt, solange diese Maßnahmen nicht umgesetzt sind. Es kommt uns als Bayerisches Kabinett ganz entscheidend darauf an, dass die Dinge, die die Politik in den Raum stellt, auch tatsächlich gemacht werden. Das ist für das Vertrauen in der Bevölkerung, für die Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung unverzichtbar.